Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Video auf diesem Kanal. Erstmal One More Dungeon spielen wir. Das letzte Mal haben wir den Boss gerade geklatscht gehabt und ich habe nur 9 HP. Ich glaube, ich werde im nächsten Ding nicht besonders weit kommen. Okay. You have found the shield. You can use it to block enemy attacks. But it takes energy. Ja, okay, das ist nice. Some shields have special ability. You can use them by picking up the shield and tapping mouse. One. Cool. Okay, das ist cool. Vor allem, weil wir jetzt den Start nicht so extrem nutzen können. Wobei, ich habe jetzt ein paar Kristalle wieder gekriegt. Wenn wir nach vorne dashen, machen wir noch Schaden gegen Gegner, die vor uns sind. Ist das generell oder nur wenn ich blocke und. Ups, falsche Taste. Blocke. Ah, wenn ich blocke, kann ich gar nicht dashen. Ah, okay. Dann ist das wahrscheinlich generell gemeint. Wir könnten jetzt das Portal nehmen und ins Hub zurückgehen. Oder hier weitergehen. Und um ehrlich zu sein, ich werde hier weitergehen. Weil wäre sonst langweilig. Wir müssen ja wenigstens ein bisschen was schaffen. Und wenn ich jetzt sterbe, ist es nicht so schlimm. Klar, ich verliere ein bisschen Zeug, was ich vermehrt hätte, wenn ich jetzt durchs Portal gegangen wäre. Aber wir können hier auch noch mehr Zeug finden und dann kann ich euch diese Ebene auch schon direkt zeigen, ohne nochmal ja, alles durchzumachen. Weil ihr habt ja gesehen, wie lange es dauert und ich habe schon schnell gemacht tatsächlich. Hier kann manchmal Zeug drin sein, aber auch manchmal Spinnen. Lasse ich jetzt erstmal. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Schlüssel nehmen wir mit. Ach komm schon, gib mir den mal vorstellen. Auch noch. Oh lol. Receive gold also restores some health. Oh, das ist so gut. Food loss Doom Level. Mini macht hier und ich kann mehr Crystals kriegen. Das mit dem Bomben will ich echt gerne behalten. Mach ich das weg. Einfach nur weil ich Bomben mag. Und weil die uns noch nützlich kommen werden. Das ist auch ganz cool. Hier können wir den Hebel ziehen. Und dann ist quasi wie so ein kleines Roulette. Und die Items oder Gegner spawnen dann wieder. Also machen wir mal Hebel runter. Hoffen wir mal, dass wir Kristalle oder so kriegen. Ah, fuck. Ach, so ist das gemacht. Oh, das ist sau nice. Okay, ich tue quasi blocken mit der linken und während ich blocke, kann ich quasi so einen Sprint nach vorne machen. Und aus dem Spinnenlein, das gefällt mir nicht. Okay, ich mag das Schild. Oh, fuck. Okay, das war ein bisschen random jetzt. Bossspinne. Aua. Ah, ich komm nicht weg. Ah. Ich kann nichts machen. Ah, lass mich doch wegbewegen. Wieso kann ich eigentlich nicht... Ich konnte halt echt nichts machen jetzt. Hätte ich aufgehört zu blocken, wäre ich instant gestorben und wegen einem Scheißding. Egal, seht mal, was passiert. Wir haben jetzt ein bisschen was verloren. Gut, passiert, aber ist nicht so schlimm. Was? Okay, wirklich, Menschens. Was war die Seed nochmal? Hier, betrügen, sowas in der Art. Mit das Licht führen. No snow bounds, okay. You are not first captive to choose to die to slither your way out of your obligations. Achso, du bist nicht erlaubt hier einfach zu sterben, um aus deinen Pflichten entbunden zu werden. Zum Glück kommen wir gut vorbereitet. Wenn dein Leben in Gefahr ist, tut unsere Magie dich hier zurück an den Anfang deiner Reise.
schicken. Immer und immer wieder. Denk nicht mal daran, versuchen die Arbeit zu vermeiden. So, das ist das Wort, was ich versucht habe, genau. Wir können jetzt einmal hier durch. Wir können hier skillen mit Geld, was wir auch gleich machen werden. Inventory Capacity nehme ich gerne mit. Und wir helfen nämlich auch direkt mit. Und dann gehen wir einmal hier rein. So, habe ich genügend noch für die Statue? Ja, habe ich. Ich würde gerne eine Match-Statue haben. So. Jetzt freigeschaltet, jetzt kommen wir einmal hier zu den Statuen hin. Und vorher war es tatsächlich so, dass man 50 Gold nutzen musste, um zu wechseln. Jetzt ist es scheinbar kostenlos, was ich viel, viel besser finde. Und ich nehme den Mage, weil ich damit halt einfach viel besser spielen kann. Weil dann kriegen wir direkt zwei Stäbe am Anfang und ein Relikt, was uns einfacher Kristalle gibt. Yidus-Ten, Kristalle, Resources von Dying. Das ist auf jeden Fall praktisch, das werden wir als nächstes machen. Und hier haben wir See this suspicious moving wall, try hitting it. Ah, okay. Das haben wir schon gesehen gehabt, wo ich gegen die Wand gehauen habe und da war ein Item hinter. Die Frage ist, okay. Ah, hier kann ich gar nicht lang. Kann ich hier lang? Nee, auch nicht. Okay. Dann mache ich die andere Seite aber schon mal auf. Weil wieso nicht? Schaden tut's nicht. Jedenfalls nicht wirklich. So, hier haben wir auch noch mal was. You may come across slugs while exploring dungeons, try throwing unwanted item at them. Das ist das, was ich schon sagte. Das werden wir auch noch später sehen. Das ist quasi so eine kleine Müllhalde, wo wir dann Kristalle und sowas rauskriegen. Was haben wir denn hier? Items from the feed enemies are dropped more often. Oh, cool. Mehr Items von Gegnern. Das ist cool. Und unsere Dodge Ability, also das Dashen hier, wird schnell recovered. Und ich musste niesen, sorry. Hier können wir auch hoch. Ich meine, wenn wir hier lang gehen, müsste dort ein Portal sein. Dann können wir die erste Ebene quasi überspringen. Egal, gehen wir nochmal rein und versuchen ein bisschen durchzurushen dieses Mal. Also noch mehr als bei der ersten Folge. Da habe ich ja nochmal eine Zeit genommen. Und ihr sehen könnt, wir haben jetzt zwei Stäbe mit je 80 Munition quasi. Und direkt weg da. Keine Ahnung, wieso ich jetzt eine Startbombe hatte. Ist das vielleicht auch neu? Ach, ist egal. So. Da haben wir auf jeden Fall nochmal eine Bombe. Super. Also einfach so gekommen. Und dann kann ich doch Nahkampf machen. Was mache ich denn da? So. Ein paar Kristalle davon. Ich kann euch gerade mal gucken, was wir jetzt hier alles haben. Hier haben wir einmal einen Feuerstab, einen Wasserstab, nochmal ein Schwert und das ist das Relikt, was ich vorhin meinte. Da kriegen wir quasi jeden Start des Levels, also für jede Ebene, wenn wir anfangen, kriegen wir ein paar Kristalle für den Anfang. Das heißt, wir tun quasi jede Ebene mit ein paar Kristallen starten, was saugut ist. Aber wir brauchen die halt einfach für genau die Viecher. Ich hasse die nämlich. Ich kann hier einfach nicht im Nahkampf. Diesmal haben wir keinen Schlüssel dabei. Nehmen wir mit. Hey du, komm mal her. So. Machen wir einen Schwertschlag. Kostet noch ein bisschen Mana, aber egal. Guckt ja niemanden. Blaukristalle, nice. Benutzen wir gerade häufiger. Ah. Cool, Schuhe. Was bringen die mir? Ach, das sind, das ist auch überlegt. Protect your legs from the cold and increase your speed. Okay, also sind wir jetzt ein bisschen schneller. Boah, bisschen. Nicht wirklich. Hey, komm da runter. Danke. Es gibt tatsächlich hier auch Affinitäten. Also das heißt, also es gibt halt Wechselwirkungen. Wie bei Pokémon quasi. Also, wenn ich einen Gegner habe, der nach Feuer aussieht, dann sollte ich ihn mit dem Wasserstab angreifen. Dann kriegt er mehr Schaden als von einem Feuerstab. Und vom Feuerstab kriegt er halt generell weniger Schaden. Da habe ich mich treffen lassen. Nein, Spaß. Machen wir weiter. Oh, cool. Nehmen wir mit. So. Also ich sag, ich rushe durch, du trotzdem alles erkunden.
Und auch so schlau. So, hier ist nichts. Also wirklich nichts. Cool. Achso, hier war noch die Kiste. Schüsse haben wir immer noch nicht. Weil wir sind. Oh, ja, genau, bei dem meine ich das. Bei dem ist jetzt ein, ja, der grüne Stab besser. Au. Danke. So. Machen wir mal weg. Und die sind extrem gut. Die können wir zerschlagen und kriegen Kristalle raus. Die brauchen wir auf jeden Fall. Und hier kriegen wir nichts raus, aber ich zerschlag sie trotzdem immer. Weiß. Keine Gegner. Gut. Bisschen Geld. Okay, da war auch noch Geld drin. Da ist ein Gegner. Verpisst euch! Weg mit euch! Sagte weg! Danke. So. Ich hasse die Viecher halt echt. So. Oh, da kriegen wir noch das Bombenrelikt. Wieso nicht? Und direkt zwei Kisten. Also das Spiel meint es gut mit uns. So. Ah, doch. Da müssen wir lang. Kiste hier. Okay, aua. Ups, falsches. Ach man, 4 wollte ich drücken. So, das wollte ich die ganze Zeit machen. So. Geht doch. Und wir haben noch einen grünen Stab gekriegt. Jetzt haben wir 3. Das ist perfekt. Ich bleib jetzt aber erstmal beim roten. Haben wir sonst noch irgendwas gekriegt? Interessantes? Nee. Okay. Kommen wir mal einfach mit. Ich nehme mal einen Heal Potion. Oh, da ist noch einer. Oh, knapp. Hätte mich so getroffen. Gehen wir einfach hier weiter. Wobei es sehr unwahrscheinlich ist, dass hier der Ausgang gleich ist. Wow! Bruder! Vorsichtig! Hallo, Liebe. Danke. So. Hier vorne irgendwas. Nein, sieht nicht da noch aus. So. Den kann man so verprügeln ohne Probleme. Zack. Oh doch, hier ist die Tür noch weiter. Gut, direkt weiter. So. Ein Quest. Oh ja, hiermit kann man, das sind die Schreine, die erzählt wurden. Hier kann ich einen Fluch oder halt das Doom-Level runter machen. Ich weiß nicht mehr, um wie viel es niedriger macht, deswegen lasse ich es jetzt erstmal, falls wir nochmal ein Dings finden. So eine, so ein Grab quasi. Und das ist, was ich meinte. Gehen wir mal kurz auf die 3. Auf richtig. So. Ich nehme ein bisschen mehr Schaden davon. Hui. So, unseren Rage Spell haben wir jetzt auch. Den sollen wir auch aufbehalten. Braucht zu viel Kisten, ja. Das ist eigentlich normalerweise nicht unbedingt der Fall. Oh, Mana Potion. Wo habe ich gerade mehr? Ja. Kommt durch. Ja. Kommt zu eurem Untergang. Oh Leute, ich bin vorhin in die Falle getreten, weil ich sie nicht gesehen habe. Ja gut, da bin ich selber schuld. Ich muss die auch rückwärts gehen. Oh, die Pausch. Nehmen wir mit. Oh Leute. Sag der Herr. Nein! Ich hasse die. Ich hasse eigentlich alle Gegner hier. Außer die wirklichen Nahkampfgegner. Der Schlüssel kommt jetzt ein bisschen zu spät, leider. Au. Ja, das war mal schön. Bleiben, danke. So, da ist das Portal. Gehen wir da rein. Das zeigt, was wir hier kriegen können. Wollen wir halt echt haben. So. Das mache ich hier lang. Hier lang. Das Zeug gerne haben. So. Hier rüber. Oh, cool. Was war das nochmal? Kills the nearest enemy have no effects on bosses and keepers. Genau, Keepers sind die Ebenenbosse, die wir die ganze Zeit kriegen. Damit wir weiterkommen. So. Oh, einmal hier lang noch. Okay, hier geht's.
zurück. Dann wollen wir hier lang. Einmal hier rüber. So. Und the duration of negative effects is halved. Ah, perfekt. Das heißt, wenn wir negative Effekte kriegen, dann gehen die jetzt auch schneller weg. Das ist nett. Nicht unbedingt. Wo kommst du, Pisser, her? Au. Ja, toll. Ah, wegen dem Boss. Natürlich. Hätte ich mir denken können. Nein, aua. Nein, au. Nicht treffen lassen. Uncool. Nein, 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 nein. Das wird so schön sein. Ich hätte auch einfach nicht in den Kopf springen können. Aber ich komme raus und greife mich direkt der Boss an. Was zum Teufel? Gehen wir einfach hier weiter. Auch wenn es hier wahrscheinlich nicht wirklich weiter geht. Komm. Um die Ecke. Geld, danke. Weiter. So. Cool, jetzt haben wir jetzt gekauft. Eine Bombe, nice. Nehme ich gerne mit. Nein, da krieg ich nicht drauf. Oh, jetzt ist nicht okay. Mann, was mache ich denn hier? Dreht in jede verdammte Falle rein. Ah, okay, hier waren wir schon. Gehen wir einfach nochmal zurück. Warte mal. Okay, das sah noch so aus. Aber hier. Nein, noch andere Richtung. Nee, ich bezweifle, dass hier was ist. Sieht aber so verdächtig aus. Lass mich da rein. Nein. Gegen die Stacheln, da sollten wir auch nicht laufen. Die tun uns auch weh. Tatsächlich. Ah! Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Mann, ey. Hier ist wirklich nichts. Lästig, lästig, tralalala. Wieso ist da noch einer? Sollte normalerweise nicht sein. Komm her, Fledermaus-Senpai. Danke. Was ich dich töten durfte. Wir wollen nämlich gerne hier weiter zum Boss. So. Genau, das sind die Schnecken, die gemeint waren. Da können wir jetzt Müll reinschmeißen. Wie zum Beispiel den zweiten Feuerstab, den brauchen wir nicht. Ja komm, scheiß drauf. Machst du was raus? Ja, lassen wir erstmal. Oben kriegen wir so ein paar Kristalle. Ich wünsche, es wären mehr. Aber gut, man kann nicht alles haben. Mana-Schwert. Match-Sword. Ah, okay. Jedes Mal, wenn ich angreife, verbraucht er halt Energie. Zwei Mana halt. Vorteil hingegen ist, dass er halt für alle Elemente Schaden macht. Jeweils 6. Irgendwann mal können wir vielleicht versuchen. Weiß nicht. Werde ich wahrscheinlich nicht benutzen. Weil ziemlich unnötig. Sollte auch treffen, das wäre hilfreich. So. Das schnabuliere ich mir mal. Weil wieso nicht? Oh, das ist offen. Wie langweilig. Bin ich überhaupt richtig? Ich habe keine Ahnung. So. Sind hier noch Gegner? Ich sehe hier nämlich keinen. Hier scheint es auch echt nicht weiter zu gehen. Sonst noch irgendwas? Nein. Gehen wir hier zurück. Ich bezweifle, dass wir hier. Ich wäre da fast schon wieder reingedappt, ey. Was ist denn los? Ah, da ist die Tür. Super. Boom. Raus. So schnell kann es gehen. So. Das brauche ich natürlich jetzt auch nicht. Oh, sogar für den richtigen Stab. So, jetzt zeige ich euch mal, wie es einfach ist, zeigen kann. Stirb einfach.
So einfach kann der Boss sein. Jetzt muss ich den Stab wechseln. Falscher. Aua, das ist kein Glauben. Und tot. So einfach kann es gehen. Yay. So, ich das noch mit, auch wenn ich es brauche. Ich benutze die Skills halt viel zu selten dafür. Also die Rage Skills. Das ist mir eigentlich relativ egal. So, zack. Und was kriegen wir hier? Increase Resistance to Frozen. Okay, ich hatte tatsächlich noch nie Frozen, also ziemlich useless. Aber gut, ich war auch bisher noch nicht bei der dritten Ebene direkt. Also beim dritten Dings. Immer nur hier beim zweiten. Auch wenn ich schon das Portal zum dritten einmal frei hatte. Und hier gibt es auch vergiftete Truthähne. Geben zwar kurz Leben, aber nur sau wenig und du kriegst mehr Schaden als du heilst. Weil die machen dir dann über Zeit Giftschaden. Wir wollen nochmal hier oben lang. Blöd, dass ich jetzt. Habe ich den Schlüssel weggeschmissen? Ja, habe ich. Blöd. Ja. Kommen jetzt einmal her, die kann man eigentlich auch so schießen. So, komm her. Du musst einfach langsam zurückgehen und treffen wir eigentlich. Und man kann sie einfach töten. Ich liebe Nahkampfgegner. Ja, okay, dann geht's rein. Oh, die vergiften alle. Das wusste ich nicht. Hatte ich auch bisher noch nie. Dass sie mich getroffen haben. Ich sehe keinen Gegner, das kann ich kaputt machen. Das kann ich kaputt machen. Ja, okay, was gegen Negativeffekte. Das nehme ich mal mit. Dann noch hier. Das ist nichts wirklich. Warte mal. Ich brauche hier lang. Ich muss echt besser treffen. Oh, wir haben schon den Ausgang gefunden. Müssen wir ja nur noch den Boss finden und platt machen. Der wird höchstwahrscheinlich nicht in der Nähe davon sein. Deswegen gehen wir einfach mal hier oben zurück. Ah, da ist noch einer. Ich hätte aufpassen sollen. Und ich habe keine Heal Potions. Fuck. Was mache ich denn da? Ich wechsle mal auf den Feuerstab zurück. Zack, der Zombie. So. Ah, er piss dich. Ich hasse Spinnen. Au, au! Bitte nicht treffen, bitte nicht treffen! Ah! Ah! Gott! Achso. Ja, ich kann mich doch heilen, verdammt. Wieso nutze ich das nie? Hallo? Wollte ich mich nicht heilen? Sollte mich doch eigentlich heilen, was da. Okay, das habe ich verdient. Oh Gott, das spiele ich auch so scheiße. Gut, da können wir mal hier hingehen. Genau, verliere weniger. Der Energy brauche ich echt nicht. So, gucken wir mal, was wir auf der anderen Seite kriegen. Genau. Mehr Drops und Dodge. Machen wir erstmal das hier frei. Und nein, dafür haben wir nicht genügend. Schade. Oh, warte mal. Nein, fuck, einen zu wenig. Einen zu wenig. Ah, Bullshit. Dodge oder mehr Ressourcen? Gib uns mehr Ressourcen. So, die 6 spare ich jetzt erstmal. Und ich würde sagen, ich stelle mich einmal hier hin.
würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr von sehen wollt, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und schaut doch gerne bei unserem Discord vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.